Hallo und ein herzliches Willkommen zurück. Nein, ein herzliches Willkommen, so muss ich anfangen, zu meinem neuen und oder auch alten Sims 3 Let's Play. Ich habe nämlich jetzt beschlossen, dass ich hier alles neu anfangen werde und ja, ich habe die Stadt neu geladen, ich habe den Sim neu erstellt, also beide Familien, also Familie Hope und Familie Kingsman und bin jetzt auch Hoffnung, dass das ganze Spiel hier etwas flüssiger läuft, so im Großen und Ganzen. Wer ist das denn? Ah, das ist Carlisle's irgendwas, gell? Ja, genau, Sebastian. Ah, na, Thunderburg, okay. Gut, ich glaube, durch einige Zuordnungen gibt es immer noch ein paar Lags, weil das Spiel halt komplett neu ist. Ich werde jetzt auch wieder... wie soll ich sagen? Ich lasse dem Spiel seinen Lauf. Es kann gut möglich sein, dass es nicht genau gleich verläuft wie zuvor. Das war aber auch nie mein Plan, dass ich da direkt anschließe oder zu 1 zu 1 anschließe. Und ja, ich weiß halt nicht, was ich sagen soll. Ich möchte halt hier einfach nur schauen, dass die Madame ihr Leben bestreitet. Und ja. Gut, ich habe mir jetzt gedacht, ich werde hier sie erstmal ein bisschen aufs Laufband schicken. Oh weh. dass sie hier lernt zu joggen, damit ich, also damit sie eigentlich auch, wie soll ich sagen, damit sie nicht vom Taxi abhängig ist, sondern dass sie, dass Nora, Nora Hope ist gestolpert und aufs Laufband gefallen. Über so eine peinliche Vorstellung wird man noch in 100 Jahren lachen. Ja, ja. Ja, ich habe mir nämlich gedacht, es könnte ja gut sein, wenn die Madame... Aha. Also der Typ ist da. Achim Jens Dunst. Aha, kennst du den jetzt? Tatsächlich, du kennst den jetzt. Ja, also wenn die Madame einfach hier... Ah, gut, okay. Das wird wahrscheinlich alles mit Grund sein, warum das alles hier ein bisschen laggy ist. Gut. Ja, denn ich wollte eigentlich haben, dass sie weniger vom Taxi abhängig ist und mehr halt selbst machen kann, indem sie einfach irgendwohin joggt zum Beispiel. Also sie kann ja dann auch schweißfrei joggen. Das heißt, sie muss ja dann nicht mal unbedingt duschen, weil sie ja noch gar keine Dusche hat. Diese Sachen werde ich jetzt aber erstmal hier reinhauen. Das könnte ich eigentlich verkaufen. Wurscht, lass mal das. So. Aha, 300. Warum 300? Hä, was? Hä? Hä? Was ist, was hat sich denn jetzt erfüllt bei ihr? Keine Ahnung. Ja, ich habe nämlich zum Beispiel auch jetzt... Ah, okay, warte mal. Du kannst jetzt hier... schweißfrei zu trainieren. Das ist gut. So, du gehst jetzt erstmal gleich duschen. Wo sind denn hier die Damen? Auf der linken Seite. Dann gehst du hier gleich duschen. Und dann, liebe Dame, wirst du gleich mal joggen gehen. Und zwar... Das wird wahrscheinlich viel zu weit sein, aber... hier hin. Denn hier habe ich gesehen, warum ist da irgendwer zu Hause? Oh, ich habe gesehen, ich habe ja noch gar keine Ahnung. Ich habe ja... Ach, die sind alle da draußen. Es sind ein paar Nachbarn vorbeigekommen, um dich in der Stadt zu begrüßen. Ach, wirklich? Soll ich mir vielleicht nochmal nach Hause gehen? Ich sehe hier keine Nachbarn. Ja gut, wir gehen nochmal nach Hause. Nora geht nochmal nach Hause. Ich sehe hier keine Nachbarn. Reine Lüge! Du kannst aber auch nicht nach Hause joggen, ne? Hierhin joggen. Schweißfrei. Ah ja.
Achim Jens Dunst. Ohne Worte. So, nicht Ruth Barasim. Jetzt fängt das schon wieder an. Gut, die Frage ist halt nur, warum fängt das wieder an? Reset Sim Gabriela Ornales. Einen Friedhof bei Vollmond besuchen. Das werden wir uns auch gleich mal hier eindingsen und das Fahren lernen. Ja, jetzt müsste ich eher... Warte mal, du kannst eigentlich... Lass das hier hinjocken. Paparazzi, okay. Das ist super. Weit bist du noch nicht gekommen, das ist gut. So, dahin. Dann wirst du jetzt einfach hier hinjocken. Nämlich, ich probiere nämlich auch gleichzeitig das hier zu erreichen. Eine gejoggte Strecke, 16,31 Kilometer. Oh, okay. Länge Krafttrainings, Länge des Ausdauertrainings. Und zwar, warte mal, Bodybuilder, Marathonläufer, Fitnessverrückte, haben 75 Stunden Ausdauertraining hinter sich. Sims, die so fit sind, kann ein Ausdauertraining nicht mehr ermüden. Nicht schlecht. Aber hier, Marathonläufer, müssen mindestens 500 Kilometer laufen, um sich diesen Titel zu verdienen. Wenn sie diese unglaubliche Leistung jedoch zustande bringen, werden sie mit einem gesünderen und längeren Leben belohnt. Das probiere ich halt gleich mal aus und, ja, dann werden wir eh sehen, ob ich es schaffe oder nicht. So, Lebensmittel einkaufen und danach wäre es halt nicht schlecht, wenn du... Ich weiß halt nicht, ob da Fische mit dabei sind. Es wäre halt praktisch, weil du könntest hier nämlich... so Sachen stiebitzen. Mit Pflanze reden, ernten. Oh, das kannst du ernten auch schon. Warte mal, du kannst das hier ernten. Du kannst dann das hier ernten. Das hier ernten und das hier ernten. Und die hier kannst du auch ernten. Also eigentlich könnte man sagen, sie soll einfach alles ernten, ne? Und dann kannst du hier angeln. Ja, nein, vielleicht, weiß ich nicht, hab Angst. Wieso? Inras angeln. Es sind keine Aktionen verfügbar, die deine Warteschlange... Achso, Warteschlange ist voll. Ja gut, dann schauen wir jetzt halt beim Laufen zu. So, Glückwunsch, Nora hat für die Fähigkeit Athletik soeben Level 2 erreicht. Ja, warum nicht? Gärtnern. Du hast zu viele Wünsche, Madame. Vor allem das mit dem Fahren lernen, das würde ich dir halt schon gern wieder beibringen. Und ich glaube, du musst jetzt dann unbedingt dein Aussehen mal ändern. Bei wem kommen wir denn hier jetzt gerade vorbei? Oh, okay, bei deiner zukünftigen Freundin. Die zusammen mit ihrem Papa spielt, ist aber auch cool. Sie beschwert sich voll. Das glaubst du ja wohl selber nicht. Schau, voll abgeworfen. Was ist denn er für ein Arsch? Sie wirft hin und er wirft sie voll ab, Alter. Wie ärgerlich ist das denn? Sie wirft halt wie ein Mädchen und er... Wumm. Den hat sie jetzt aber gefangen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ah. Ja, ohne Worte, gell? Ohne Worte. Was soll sie denn werden? Meisterakrobatin möchte sie werden. Möchte sie das? Oh, okay, sie ist fertig. Sie ist ermüdet. Sportliche Aktivitäten fordern mitunter ihren Tribut. Okay. Ja, gut, wenn dem so ist, dann ist dem so, oder? So, wir sind jetzt dann eben beim Einkaufen.
so viele Sims. Was bist du? Essen kaufen. Hm. Ja, genau. Ich habe hier nämlich auch gespeichert, dass sie zum Beispiel mit ihrer Mutter eigentlich befreundet sein möchte. Autofahren. Das hatte ich ja zum Beispiel vorher nicht. Aha, was machen die jetzt da? Die gehen da auch einkaufen, oder wie? Ja, es wäre halt cool, wenn du dich mit deiner... mit allen hier... Warte mal, ihre Mutter ist fürsorglich, leicht zu beeindrucken. Und er mag keine Kinder. Ja, das habe ich so bewusst genommen. Mal sehen, ob er sie dann wieder mitten auf der Straße voll zusammenscheißt, weil er halt so ein Ungustel ist. Ja. Ich sehe aber, laggen tut das teilweise immer noch. Ich finde es halt sehr, sehr schade, weil Sims 3 ist halt doch eigentlich ein tolles Spiel, muss ich sagen. Ja, was sammeln wir denn da jetzt alles? So, Nora Hope hat soeben folgendes abgeerntet. Limonenbaum. Die Ernte findest du im Inventar von Nora Hope. Okay. Können wir die pflanzen? Pflanzen nur auf Heimatgrundstück erlaubt. Okay. Das ist ja schon mal gut. Was haben wir denn jetzt eigentlich schon erreicht? Wir haben schon 3 Stunden und 34 Kilometer haben wir schon. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. So, Weintrauben haben wir gesammelt. Dann sammelst du jetzt noch den Salat, die Äpfel und die Paprika. Genau, und dann gehst du was angeln. Denn du brauchst dann auch dringend was zum Essen. Mhm. Ja, nein, vielleicht, weiß nicht, hab Angst. Weinstock. Kopfsalatpflanze. Also das verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum das hier doch wieder so ein bisschen rumlegt. Weil eigentlich mache ich ja nicht mal was. Das müssen wir dann nämlich mal gucken. Hier, wir haben ja eh alles. Sie will einen Tomatenstrauch züchten. Okay. Ja, das kannst du ja dann eh machen. Glückwunsch! Phil hat soeben die Zusage für einen neuen Job erhalten. Phil muss am Montag um 10 Uhr am Arbeitsplatz Dubios Lagerhaus Gesellschaft erscheinen. So, warte mal. Ah! Okay. Apfelbaum geerntet. Das gucken wir uns natürlich jetzt mal so an, gell? So vom Nahen. Ja. Mit Sportkleidung, Madame. Mit Sportkleidung. Evelyn hat die gleiche. Okay, die arbeiten zusammen. Aber ich habe denen auch beiden den Wunsch gegeben, dass sie halt in der Verbrecherkarriere beide arbeiten. Nur der eine. Also es sollte sich dann eigentlich so ab Stufe 5,
kann man sich das ja dann, also trennt sich das ja bei vielen Berufen dann auf, was weiß ich, beim Polizisten, beim Verbrecher, beim, keine Ahnung, oder sogar bei allen, ich weiß es gar nicht genau. Nicht rootbarer Sim, okay, den können wir dann auch gleich wieder. Reset Sim Marcela Jimenez. So, jetzt bin ich mal gespannt. Blake Grayson hat die Abteilung, in der Phil Hope arbeitet, übernommen und ist jetzt dessen Chef. Aha. Die würden eh auch gut zusammenfassen, muss ich sagen. Aber noch sind ja ihre Eltern verheiratet. Lockvogel, Lockvogel. Weil das letzte Mal, als ich mit dem hier angefangen hatte, war es so, dass kurz nachdem Nora abgehauen ist, hatten sich die beiden dann aber auch getrennt. Ja, das ist klar. Genau, ich habe noch die gleiche Frisur wie ihre Mutter. Finde ich nicht toll. Das hatte ich übersehen. Beim Erstellen. Ich habe alles andere geändert. Ich habe die ganzen Eigenschaften hier habe ich geändert. Okay, bis auf fürsorglich, das haben sie beide. Dann habe ich die Figur noch ein bisschen geändert. Ich habe die Augenfarbe geändert, nicht die Hautfarbe und Haarfarbe auch nicht, aber die Augenfarbe habe ich dann noch geändert. Oh, wieso? Hä? Wieso kennst du die auf einmal alle? Okay. So, haben wir dann eigentlich hier schon die Möglichkeit, dass wir gleich grillen? Aber ich glaube nicht, die haben nur so einen normalen Griller, gell? Schau hier, genau, da könnte ich mir das mal eigentlich abgucken. Hirsch, Bambina-Hirsch, ja, super. So schaut das hier aus, okay. Das muss man halt großzügig bauen auch. Ja, die Frage ist nämlich, ich habe mir nämlich auch gedacht, ich könnte ja eigentlich, warte mal. Wenn ich jetzt in den Kaufmodus reingehe, ist das ein bisschen blöd. Ich weiß gar nicht, ob sie da überhaupt mal was angelt. Obwohl, doch, okay. Oder auch nicht. Scheiße. Okay, warte mal. Mädel. Du kannst jetzt... Was, du hast nur zwei Salatköpfe? Blöd. Ganz, ganz blöd. Warte mal, du kannst hier den hier erstmal kurz essen. Dann kannst du weiter angeln. Aber du könntest zum Beispiel auch... warte mal, du kannst jetzt hier erstmal... anklingeln, abschließen, Winter die Haushalt besuchen. Wenn du schon deren Gemüse und Obst hier stiehlst eigentlich und einfach so auf einen eigentlich Hausfriedensbruch begehst... Ja, du brauchst keine Angst haben. Also mich fasziniert das. Ach, okay. Die geht einfach rein. Wie geil ist das denn? Sie geht einfach durchs Haus und dann klingelt sie an. Ja, Nora hat erfahren, dass Charles reich ist. Aha, okay. Ja, jetzt wäre es halt nur noch gut zu wissen, warum geht das hier eigentlich jetzt auch? Nee, geht nicht. Verstehe ich nicht. Kapiere ich nicht. So, Charles, man ist jetzt einfach reingekommen. Fantasy-Abenteuer erleben. Romantisch, freundlich.
Frage sind nach Alter. Du sollst ja nicht sitzen, du sollst dich mit ihm unterhalten. Kennenlernen. Wir kennen uns zwar nicht, aber wir machen jetzt ein Kompliment über das Haus. Also das verstehe ich echt nicht. So, aber now who? Now with? Funitz Dunor? Verturba! Zubinrock! Wabewoop? Na. So, fragen, ob Sim Single ist. Fürs Kochen bedanken. Was hast du für ein Sternzeichen? Wir scheinen perfekt zueinander zu passen. Aha, okay. Was habe ich verpasst? Nee. So, ich bin 4 Tage älter als du. Aha, okay. Was können wir denn noch alles in Erfahrung bringen? Nach Hause einladen, nach Karriere fragen. Wir können dann auch noch nach Sternzeichen fragen. So, warte mal. Reset. Sim, Bert, Alto. So, was haben wir denn da noch? Erst Single. Aha, okay. Das hat ihm jetzt nicht so gut gefallen, warum auch immer. Naja, genau, du müsstest eigentlich aufs Klo, oder? Nach Karrierefragen haben wir das jetzt schon gefragt. Nora darf nur noch 1 Stunde draußen bleiben. Ha! Ja, das ist halt ein bisschen Schaß, gell? Ach Gott. Reservist, okay. Charles ist ehrgeizig. Ah, okay. Schaulustige haben Phil, Hope und Evelyn Hope bei einem hitzigen Streit beobachtet. Da ist etwas nicht in Ordnung. Uiuiui. Wiederholt sich die Geschichte und die beiden trennen sich? Hm. Wo ist denn der jetzt hin? Ah. Ja, ich würde ihn ja gern verfolgen, aber es geht nicht. Es geht nicht, weil ich hier Cassidy Earthsong. Ich weiß nicht, warum das hier nicht mehr geht. Das hat mal funktioniert. Reset Sim Cassidy Earthsong. Aber es geht irgendwie nicht mehr. Aha, der ist raufgegangen. Okay. Meinst du, kann ich vielleicht bei dir übernachten? Ah, er ist Jungfrau, gleich wie sie. Hm. So, Geheimnis verraten und dann werden wir noch gleich fragen. Kann ich vielleicht bei dir übernachten? Ich weiß, wir kennen uns zwar erst seit heute, aber... genau, kann ich übernachten? Ah, nein! Okay. Nerding, Rita. Hast du schon gehört, dass Renault van der Burg eigentlich ein richtiges Partytier ist? Ich kenne dich gut genug, um dich bei mir übernachten zu lassen. Okay. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Mal kennenlernen. Nora Hope bricht die Regeln und bleibt nach der Ausgangssperre draußen. Sie wird sich auch an die Dings... Okay. Wir müssen uns noch besser kennenlernen, Junge. Das ist alles. Das ist alles.
strongest sub tub. Thimble up. Rude. Mazebo. So, schaffe ich das jetzt noch, dass ich hier übernachten kann? Das wäre voll cool. Bitte, bitte, bitte. Spezial. Na, darum über Gartenarbeit reden. Freundschaftlich umarmen. Vielleicht geht es dann danach, dass ich da übernachten kann. Aber die Frage ist halt auch, wo? Anderson wurde von der Mama mit dem Auto zur ersten Party gebracht. Peinlich. Aha. Ja. Okay, das hat schon funktioniert. Genau, jetzt kann ich übernachten. Bitte. Und? Klar, fühl dich wie zu Hause. Ja, danke schön. Danke, danke, danke. Es ist so nett von dir. Okay, warte mal, jetzt muss ich erstmal was essen gehen noch. Bevor das hier vielleicht schlecht wird. Einen Teller nehmen. Was machst du da? Anhören. Okay. Dann kannst du hier die Sachen wegstellen. Haben wir hier... Phil Hope war vor kurzem ein böser Simmer und hat seine Unterhaltszahlungen nicht geleistet. Hm, wieso muss bei dieser Abmachung immer ich zahlen, stöhnte Phil. Ja, Phil, es muss eh nicht nur du zahlen, es muss auch deine Frau zahlen, aber... Genau, wir können jetzt hier, warte mal, anscheinend ist es wieder an Evelyn Hope, ihren elterlichen Pflichten zu spotten, indem sie wieder keine Alimente gezahlt hat. Ich habe sie dazu erzogen, unabhängig zu sein. Sie brauchen meine Hilfe und mein Geld nicht. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ich werde jetzt hier erstmal schnell linksen auf dem Grundstück einkaufen, weil... ich wollte ja eigentlich das Ganze hier mit einem Schlafsack machen, da. Gibt es in Blau, in Grün? Ah, du nimmst ihn einfach in Grün, gell? So. So, dann kann man den hier... Oh, scheiße. Das heißt nicht, du kannst ihn nicht in dein Inventar legen. Okay. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass die Sims Alimente zahlen, wenn die Beziehung zueinander besser ist. So, das lässt du mal. Einfach nur die Sachen hier in den Kühlschrank, damit die besser bleiben. Und dann gehst du schlafen. Das Problem ist jetzt halt nur Objekt löschen. Das Problem, was wir jetzt noch haben, ist... Tschüpp. Wie macht die das? Aha, okay, die legt sich hin und tschüpp, wo ist dann im Bett drin? Auch nicht schlecht. So. Gut, dann haben wir hier die paar Sachen wenigstens schon mal erledigt. Dann kann ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und wir können uns gemeinsam auf den nächsten Teil dann wieder freuen, in der Hoffnung, dass es dann doch ein bisschen besser läuft. Ich weiß, ich habe mal da viel zu viel, aber gut. Na gut, dann sage ich erstmal ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.